Im ersten Halbjahr sind die Börsen gefallen. Jetzt haben wir wieder eine Erholung. Was ist von dieser Erholung zu halten und wie ist sie zustande gekommen? Das ist wichtig, weil wir uns ja alle die Frage stellen, ist jetzt ein guter Kaufzeitpunkt oder rennen wir damit jetzt möglicherweise direkt ins offene Messer? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen, da bin ich wieder. Ich war 2 Wochen weg, ich habe ein bisschen gebadet und ein bisschen rumgepaddelt und ich war auch in Rom. Ich habe allerdings nicht im Petersdom auf Knien gebetet für einen großen Börsencrash. Das ist jetzt eine Anspielung, die verstehen Sie leider nur dann, wenn Sie sich das Video jetzt ganz anschauen. Schön, dass Sie auch wieder da sind. Die Produktion von uns, die ist ja sowieso trotzdem weitergelaufen in der Zeit. Sie haben von uns zum Beispiel die Zukunftsmärkte-Reports ja immer bekommen. Diese Woche ein Update zu den Quartalszahlen von Alibaba und von Tencent und noch von einer weiteren chinesischen Wachstumsaktie, die relativ unbekannt ist, aber auch nicht uninteressant. Und die Reports von uns, die sind ja gratis und Sie können diesen Report und die anderen Reports auch jetzt noch im Archiv nachlesen. Dafür müssen Sie sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Ansonsten habe ich viel verpasst die letzten Wochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben eine Erholung jetzt, die sich ja abgezeichnet hat ab Juli. Die hat sich auch erstmal fortgesetzt, hat dann aber diese Woche auch einen Dämpfer gekriegt. Und das heißt eigentlich, wir sind im Grunde immer noch so schlau wie vorher. Wir stehen immer noch genauso vor der Frage, haben wir die Korrektur jetzt hinter uns oder war das nur eine kleine Bärenmarkt-Rallye? Und das ist ja für den Anleger zurzeit die Frage aller Fragen. Ich habe vor einem Monat hier ein Video gemacht, da ging es vor allem um das sehr schlechte Sentiment damals bei den institutionellen Anlegern im Gegensatz zu den Privatanlegern. Und da habe ich unter anderem das hier gezeigt. Das Sentiment der Großanleger aus der regelmäßigen Umfrage von der Bank of America. Das war extrem schlecht, so schlecht wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Inzwischen gehen wir eher wieder in Richtung neutrales Niveau. Aber der schlaue Investor weiß natürlich, Zeiten, in denen das Sentiment extrem schlecht ist, das sind oft gute Einstiegszeitpunkte. Und kurzfristig zumindest hat sich das auch diesmal wieder bestätigt. Die Börsen haben sich in eine panikartige Stimmung hinein erholt. Nur, warum ist das Sentiment überhaupt so wichtig? Es ändert ja auch nichts an den Fakten und auch nicht an der Welt, so wie sie ist. Und wenn wir früher Mammuts gejagt haben oder sowas, da hat ja auch keiner gesagt, wir werden wahrscheinlich sehr viele Mammuts diesmal jagen, weil das Sentiment für Mammuts so schlecht ist zurzeit. Oder wenn Sie heute Tomaten anbauen, dann informieren Sie sich vorher auch nicht über das vorherrschende Tomatensentiment, weil Ihr Ernteerfolg davon mit Sicherheit nicht abhängt. Er hängt von allem Möglichen ab, aber das sind eben alles Faktoren in der realen Welt. Nur für die Börsen, da soll das alles nicht gelten plötzlich, weil die Börsen natürlich ein hochkomplexes System sind, in dem es eben auch viel um Erwartungen geht und nicht nur rein um Erwartungen, sondern auch um die erwarteten Erwartungen der anderen Marktteilnehmer. Die Frage ist dann nur, ob die Faktoren aus der realen Welt, die es ja auch immer noch gibt, ob die dabei nicht manchmal ein bisschen zu kurz kommen. Wenn das Ganze jetzt eine Bärenmarkt-Rallye ist, dann stellt sich trotzdem die Frage, warum hat es sie gegeben? Oder warum gibt es überhaupt Bärenmarkt-Rallyes, wo doch die Märkte immer so furchtbar rational sind angeblich? Man stellt es aber in vielen Korrekturphasen fest, dass sie immer wieder unterbrochen werden, zwischenzeitlich durch starke Aufwärtsbewegungen.
weil es natürlich Anleger gibt, immer die sagen, diese oder jene Aktie, die ist jetzt für mich trotzdem attraktiv, oder auch weil die Anleger zwischenzeitlich sagen, ich gehe davon aus, dass die Lage jetzt wieder besser wird. Aber es gibt auch noch andere Käufer in solchen Zeiten, weil, und das ist sehr wichtig, nicht jede Entscheidung von einem Marktteilnehmer basiert auf einer Überzeugung. Passive Anleger zum Beispiel, die kaufen egal was passiert. Und dann gibt es ja auch noch viele, viele Anleger, die zum Beispiel nach bestimmten Modellen handeln. Da ist es auch egal, was eigentlich gerade passiert. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind ein Fondsmanager, der schon seit Monaten untergewichtet ist und damit den Markt dann ja jetzt auch geschlagen hätte. Dann sagen Sie vielleicht eben auch, jetzt kann ich es mir wieder leisten, dass ich mich wieder neutral gewichte, sprich Sie kaufen. Und zwar aber eben nicht unbedingt, weil Sie jetzt fest an eine Erholung am Markt glauben, sondern nur zur Wiederherstellung Ihrer neutralen Gewichtung. Und damit eng verwandt sind Shortseller und die Wiedereindeckungen von den Shortsellern. Shortseller setzen auf fallende Kurse, sie verkaufen Aktien leer, das heißt, sie profitieren von fallenden Kursen, und das Risiko, das die haben, das ist dann aber natürlich, dass eine Aktie oder eine Währung oder auf was sie sonst setzen, eben irgendwann mal nicht mehr fällt, sondern wieder steigt. Und dieses Risiko müssen die managen durch Gewinnmitnahmen, sprich durch Short Covering, sprich durch Käufe. Short Selling wird in großem Stil betrieben durch Hedgefonds und gerade natürlich auch im ersten Halbjahr jetzt, als es so stark nach unten gegangen ist, da haben diese Hedgefonds große Short-Positionen aufgebaut. Und sowas muss man aber schnell wieder neutralisieren durch Käufe, wenn man das Gefühl hat, der Markt könnte drehen. Und genau das ist auch passiert. Hier ist eine Grafik von Bloomberg, basierend auf den Daten von JP Morgan Positioning Intelligence. Beachten Sie erstmal den linken Teil. Das Graue ist der breite S&P 500 Index seit Anfang 2018. Das Rote sind die Short-Positionen der Hedgefonds. Sie waren Short wie schon seit Jahren nicht mehr und sie haben dann aber in den letzten Wochen massiv wieder Short-Positionen abgebaut. Und fast alle großen Investmentbanken, so wie JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, die ja solche Hedgefonds auch betreuen, die sagen, dass sich das enorm ausgewirkt hat jetzt auf den Markt. Dass allein im Cashmarkt seit Juni für 50 Milliarden Dollar Short-Positionen wieder eingedeckt worden sind und dass außerdem auf den Future-Märkten für 107 Milliarden Dollar Long-Positionen eingegangen worden sind in große Indizes, wiederum zur Absicherung der Short-Positionen. Und dass es aber auch gleichzeitig so ist, dass von den echten Käufern, also die, die Aktien einfach kaufen, um sie zu halten, dass von denen kaum was gekommen ist. Die stehen angeblich immer noch an der Seitenlinie. Wir haben also im Moment Short-Eindeckungen, wir haben im Moment Momentumkäufer, kurzfristige, aber es gibt so gut wie keine Überzeugungstäter. Und das unterstützt auch die rechte Grafik hier. Das sind jetzt zwar auch nur die Hedgefonds, und da sehen wir aber jetzt vor allem, also bei der roten Linie, da sehen wir einen massiven Abbau der Short-Positionen, aber die reinen Long-Positionen, das ist die grüne Linie, die sind trotzdem deutlich zurückgegangen. Das heißt, die bauen jetzt eigentlich nur Risiken ab, aber so richtig an steigende Aktien glaubt von denen keiner, zumindest bei den Hedgefonds. Und was auch interessant ist, ist eine Aussage von Goldman Sachs, dass der Abbau der Short-Positionen jetzt auch erstmal vorbei ist und dass jetzt schon wieder Short-Positionen aufgebaut werden von den Hedgefonds. Und das würde natürlich auch erklären, warum der Markt seit letzter Woche eigentlich wieder eher schwach ist. Was lernen wir daraus? Wir haben also eine viel beachtete Erholungsbewegung gehabt, die auch natürlich interpretiert worden ist als das Ende des Bullenmarkts. Es muss uns aber klar sein, dass diese Erholung vor allem eben produziert worden ist von Short-Eindeckungen und von kurzfristigen Trendfolgern und nicht von Marktteilnehmern, die jetzt wieder kaufen, aus einer fundamentalen Überzeugung heraus.
Das heißt nicht, dass die Erholung jetzt vorbei ist automatisch, weil bei den Aktienfonds, wie gesagt, wird das Sentiment auch langsam wieder besser und die sehen jetzt natürlich die Erholung auch und kaufen dann jetzt vielleicht auch wieder, einfach nur, weil sie Angst haben, dass sie was verpassen. Und dann müssten sich aber die anderen, die müssten dann noch mehr Short-Positionen auflösen und so weiter. Das ist dann aber kurzfristige Marktdynamik, die kann man nicht prognostizieren oder nur sehr schwer prognostizieren. Und die basiert aber eben auch nicht auf der fundamentalen Überzeugung der Marktteilnehmer, dass Aktienkäufe im Moment sinnvoll sind. Man kann diese Überzeugung ja durchaus haben, zum Beispiel wenn man eben sagt, eine bestimmte Einzelaktie ist für mich jetzt wieder attraktiv oder dass man sagt, naja, die Quartalszahlen, so schlecht war das doch alles gar nicht und die Fed, die wird das schon alles schaffen und wir werden in ein paar Quartalen jetzt eine niedrigere Inflation haben zum Beispiel, ohne dass es eine große Wirtschaftskrise gibt. Das wäre das positive Szenario. Dem steht aber natürlich immer noch ein negatives Szenario auch gegenüber, dass das Ganze jetzt eben doch nicht so schmerzfrei abläuft und dass man aus diesem Stagflationsdruck, den wir haben, eben doch nicht ganz so einfach wieder rauskommt. Und am Ende des Tages werden es auch diese realen Szenarien sein, die dann entscheiden, wo der Markt hinläuft und nicht die kurzfristigen Fondspositionierungen. Soll heißen, ich will Ihnen jetzt nicht den Spaß verderben an der Erholung, die wir gerade haben. Und ich sage auch ganz ungern so Dinge wie, ja, der große Crash, der kommt jetzt erst noch. Also sowas sollen die Leute sagen, die sowas schon immer sagen. Die kennt man ja auch. Mir geht es vor allem darum jetzt im Moment, dass man vielleicht eben bei der ganzen Erleichterung, die man möglicherweise verspürt hat die letzten Wochen und viele Anleger sind ja auch schon wieder fast in einem richtigen Kaufrausch, also dass man diese Erholung, die wir gehabt haben, vielleicht doch nicht so überinterpretiert und sich da komplett jetzt in falscher Sicherheit wiegt, sondern dass man da schon das auch kritisch sieht und sich klar macht, es kann eben auch wieder anders kommen, so wie es ja eigentlich immer ist. Und dass man sich eben auch dementsprechend verhält. Aber wie soll man sich denn verhalten? Das ist die Frage, da habe ich in dem Video, in dem besagten von einem Monat, anscheinend ein bisschen rumgeeiert. Das hat dann auch zu humorvollen Kommentaren geführt, so wie der hier. Mit anderen Worten, du kannst einen Einstieg in den Aktienmarkt nur empfehlen oder aber dringend davon abraten. Ganz genau, besser kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Exakt das ist eigentlich auch heute mein Fazit. Ich werde heute auch wieder genauso rumeiern. Aber weil ich natürlich auch nicht weiß, wo Sie stehen im Moment. Sind Sie voll investiert jetzt und dick im Minus oder haben Sie jetzt noch einen riesen Cashback auf der Seite, der investiert werden muss? Und gehen Sie in 40 Jahren in Rente oder sind Sie schon seit 40 Jahren in Rente, das weiß ich ja alles gar nicht und davon hängt es aber ab, wie Sie sich wahrscheinlich in so einer schwierigen Marktphase verhalten werden und das kann ich Ihnen auch nicht abnehmen. Hier ist ein schönes und auch bekannt gewordenes Zitat aus dem Business Insider von Gerd Kommer, Deutschland Sparplanverkäufer Nummer 1. Millennials, also die Jungspunde zwischen 20 und 40, die sollten auf die Knie fallen und für einen Crash beten, sagt er. Ist logisch, dadurch kriegen sie gute Einstiegskurse, von denen sie in ferner Zukunft dann vielleicht auch mal profitieren. Das gilt so aber natürlich nicht für die älteren Semester, die ihr Vermögen ja vielleicht schon verzehren oder verzehren wollen. Eins ist klar, Sie werden kaum einen Finanzberater finden, der Ihnen nicht sagt, dass man nicht selbstverständlich in jeder Marktlage immer investiert sein sollte in Aktien. Aber dieses ganze Ladifadi-Sorglos-Gerede da von den Marktschwankungen, die man ja eigentlich nur aussitzen muss, das ist ab einem gewissen Alter natürlich irgendwann mal nicht mehr so zielführend. Da sind nämlich dann Verluste plötzlich wirklich Verluste. Und die können dann auch die Finanzprofis nicht mehr wegreden, wo ja gern mal übersehen wird, dass Anleger eine Lebensspanne haben, die endlich ist und dass man die nicht so behandeln sollte wie Kirchen oder wie Stiftungen.
Also je nachdem, wann man sein Geld wieder braucht, wird man also in so einer schwierigen Marktphase sich eben doch völlig unterschiedlich verhalten müssen. Und je früher man sein Geld wieder haben will, umso defensiver wird man sich eben auch verhalten müssen, ob man das nun will oder nicht. Und man wird eben auch aktiv sein Risiko dann zurückfahren müssen. Der Gerd Kommer Gebetskreis für den großen Crash, der wird jede Woche live übertragen hier auf den YouTube-Kanälen Finanzfluss und Mission Money. Trotzdem, liebe Millennials, beten Sie vielleicht doch nicht zu innig für so einen Crash, eben auch im Sinne von Ihren Vätern und Großvätern. Denen schwimmt nämlich vielleicht gerade das neue Gebiss davon, das Sie dringend brauchen, mitsamt den Cogidenz. Ich habe trotzdem natürlich großen Respekt vor Gerd Kommer, das habe ich hier ja auch schon mal gesagt, weil er eben auch einer von den wenigen ist, der unablässig appelliert an die Anleger, dass sie eben realistische Erwartungen haben müssen, dass sie auch das Börsentagesgeschehen, auch wenn es noch so dramatisch ist, dass man das immer relativieren sollte, und dass Aktienanlage eben auch ein Langfristthema ist. Alles Punkte, denen man natürlich nur zustimmen kann. Und je nachdem, wie Ihre persönliche Situation ist, würde ich auch sagen, es ist natürlich nach wie vor kein Fehler, wenn Sie jetzt Aktien kaufen, von denen Sie überzeugt sind. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn Sie das vor 6 Monaten gemacht hätten, in fast allen Fällen. Und vor allem, wir sind zwar in einer Marktphase, die sich vielleicht nicht so gut anfühlt jetzt, aber das sollte trotzdem kein Grund sein, dass man als Anleger ausgerechnet jetzt das Handtuch wirft, weil auf längere Sicht, das ist auch klar, schwierige Marktphasen sind auf längere Sicht die interessanteren und eben auch die aussichtsreicheren Marktphasen. Und vergessen wir auch nicht, das Marktrisiko ist sowieso immer da, aber eben auch die Chancen. Und das haben die Sparplanbefürworter schon ganz richtig erkannt. Und zum Thema passiv investieren unter besonderer Würdigung von Gerd Kommer, da habe ich im Februar ja schon ein ausführliches Video gemacht. Das können Sie sich auch anschauen hier. Ansonsten bin ich der Meinung natürlich auch allein dafür, dass ich aus dem Urlaub jetzt wieder zurückgekommen bin. Allein dafür habe ich mir auch ein Abo jetzt von Ihnen verdient. Dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie nämlich auch in Zukunft, wenn von mir neue Videos da sind und zu welchem Thema auch Videos, die sonst vielleicht untergehen würden bei Ihnen. Denken Sie außerdem noch dran, dass Sie sich auch noch eintragen für unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Im aktuellen Report, wie gesagt, die Quartalszahlen von einigen chinesischen Technologieunternehmen, denen Sie dann auch sofort lesen können auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.